Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten spannenden Vortrag mit German Zero zum Thema So machen wir Deutschland bis 2035 klimaneutral mit Lena Müller und Juliane Müller. Schön, dass ihr auch hier wieder zuschaut. Ich bin der Fabian von der Ortsgruppe in Bochum und studiere hier an der Ruhr-Universität in Bochum, Master Economic Policy Consulting. Und ja, wir fangen gleich direkt mit dem Vortrag an, machen aber eine kurze Vorstellungsrunde, mit der ich ja schon begonnen habe. Freya macht gerne weiter. Hallo, ich bin Freya von der Ortsgruppe Kiel. Ich studiere gerade noch BWL und freue mich auch voll dabei zu sein. Ganz kurz, bevor ihr beiden euch vorstellt, schreibt uns gerne eure Fragen auf Tweetback. Im Anschluss an den 30-minütigen Vortrag gibt es nämlich noch die Chance, dass die beantwortet werden. Dann übernehme ich mal. Hi, ich bin Lena, ich bin von German Zero. Ich arbeite schon, allerdings noch nicht so lange. Genau, ich bin jetzt seit Anfang Dezember, Ende November bei German Zero und ja, bin im Bereich Klimapolitik mit Juliane. Ja, genau. Und ich bin Juliane, Studentin in Münster. Ich bin gerade mit meinem Bachelor fertig geworden und ich mache jetzt ein Praktikum bei German Zero und kann euch das jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive einer Neueinsteigerin näher bringen, was wir machen. Dann würde ich auch sagen, wir steigen in den Vortrag ein. German Zero ist eine Initiative, deren Ziel es ist, im Jahr 2022 ein deutsches Klimagesetz zu verabschieden, das diesen Namen auch verdient hat. Ein Klimagesetz also, mit dem Deutschland das 1,5-Grad-Ziel erreichen kann, zu dem es sich verpflichtet hat. Und ein Klimagesetz, mit dem Deutschland bis 2035 klimaneutral wird. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Students for Future für die Einladung, euch heute hier unser Projekt vorzustellen. Und freuen uns auch auf eure Fragen nachher. Warum wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen müssen, das sollten die meisten von euch ja bereits wissen. Solche Bilder wie hier aus dem letzten Sommer und solche Nachrichten werden wir in den nächsten Jahren immer häufiger sehen von niedrigen Wasserspiegeln, aufplatzenden Autobahnen, Notschlachtungen von Tieren oder Zeckenplagen. Diese Ereignisse stehen alle in Verbindung zum Klimawandel. Und wenn wir, die Menschheit, und insbesondere die Industrienationen unser Verhalten nicht ändern, dann steuern wir auf eine weltweite Durchschnittstemperatur von mehr als 4 Grad zusätzlich im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu. Die genauen Folgen davon sind schwer absehbar, aber zumindest werden weite Teile der Landmasse, besonders um den Äquator herum, nicht mehr bewohnbar, was die Lebensgrundlage von für Millionen von Menschen bedrohen würde, vor allem Menschen, die für den Klimawandel nur in sehr geringem Maße verantwortlich sind. Bisher hat die Politik es versäumt, ausreichend wirksame Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu treffen. Und das, obwohl sich 2015 195 Staaten völkerrechtlich dazu verpflichtet haben, den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und genau hier setzt German Zero auch an. Wir helfen der deutschen Regierung, dieses Versprechen einzuhalten. Und Lena erklärt euch jetzt ein bisschen unsere Herangehensweise. Ja, also zunächst einmal, warum wir das Ganze machen und warum wir denken, dass es so extrem wichtig ist, jetzt zu handeln, ist nicht, weil wir das schon seit über 40 Jahren evidentisch belegen können, dass es eben dieses Problem gibt, sondern dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Also hier die Folie zeigt das weltweite CO2-Budget, das wir haben, um eben 1,5 Grad, 1,75 Grad oder 2 Grad einzuhalten. Wenn wir generell 1,5 Grad einhalten wollen, haben wir global gesehen noch 420 Gigatonnen an CO2 und Äquivalenten, die wir in die Luft blasen können. Das ist dann pro Kopf gesehen auf Deutschland sind es 3,1 Gigatonnen. Derzeit haben wir einen jährlichen Tonnenverbrauch von 800 Millionen von CO2 und Äquivalenten, die wir in die Luft blasen pro Jahr. Das bedeutet, wenn wir auf die 3,1 Tonnen kommen wollen, brauchen wir nicht mehr als knapp 3 Jahre. Das bedeutet wiederum, wenn wir nicht schnell handeln, müssen wir gar nicht mehr handeln, weil dann einfach die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch ist, dass wir es nicht mehr umkehren können, denn irgendwann fallen die Kipppunkte und wir haben es zu spät mitbekommen. Deswegen
Es ist unser Ziel, dass wir schnellstmöglich ein Gesetzespaket schaffen, welches in der Lage ist, sich dieser Herausforderung zu stellen. Gleichzeitig wissen wir ganz genau, dass wir ab 2023 spätestens auch Kompensationen im Ausland machen müssen. Das bedeutet nicht, dass wir ein paar Bäume pflanzen und alles ist gut, sondern es bedeutet, dass wir anderen Ländern dabei helfen, ihre eigenen Klimaziele zu erreichen und auch darüber hinaus ihnen durch monetäre Unterstützung oder Wissenstransfer weitere Unterstützung zu geben, dass auch sie die Transformation schaffen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir wissenskolonialistisch rübergehen und den Leuten irgendwie erklären, wie es läuft, sondern wir wissen, wir haben eine historische Schuld. Industriell gesehen ist Deutschland eines der Länder, das schon am längsten von der industriellen Revolution profitiert. Und dementsprechend ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Länder, die am wenigsten damit zu tun haben, dass das alles gerade passiert, eben auch so eigenen hohe Kosten tragen müssen. Deswegen Klimaneutralität in Deutschland innerhalb der nächsten 5 Jahre und dann weitere Kompensationen im Ausland. So, genau. Wie kommen wir dahin, Freya? Ach, wie kommen wir dahin, Julian? Genau, unser Vorgehen, das teilt sich in 3 Hauptschritte. Das ist zunächst die Entwicklung eines Klimaplans, die Übersetzung dieses Klimaplans in ein Gesetzespaket und dann die politische Umsetzung dieser Gesetze. Also eine deutschlandweite Kampagne, mit der das Klimagesetz, an dem wir arbeiten, in den Bundestag gebracht wird. Dazu haben wir auch diesen Zeitplan aufgestellt. 2019, also letztes Jahr, haben wir bereits einen Klimaplan ausgearbeitet, gemeinsam mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen. Dieses Jahr sind wir jetzt damit beschäftigt, den Klimaplan in ein Gesetzespaket zu übersetzen. Darin sind auch Lena und ich beteiligt. Und gleichzeitig haben wir bereits eine deutschlandweite Kampagne gestartet, mit der wir auf kommunaler Ebene Kommunen dazu bringen wollen, auch klimaneutral zu werden und gleichzeitig auch auf politischer Ebene aktiv werden. Und darüber reden wir später noch ein bisschen. Wenn der Entwurf des Gesetzespakets dann fertig ist, wird sich unser Kampagnenfokus auch auf die Bundestagswahl, die ja 2021 stattfindet, ausrichten. Und wir werden natürlich versuchen, die Bundestagswahl in unserem Sinne zu beeinflussen, wie die Students for Future und Fridays for Future auch. Und nach der Wahl wollen wir dann auch die Koalitionsverhandlungen beeinflussen. Wenn die Koalitionsverhandlungen dann abgeschlossen sind und wir eine Regierungskoalition haben, ist 2022 dann die erste Chance, aber gleichzeitig auch die letzte Chance, dieses Klimagesetz noch rechtzeitig durchzubringen, dass Deutschland noch klimaneutral werden kann. Und das ist die große 1,5-Grad-Entscheidung im Jahr 2022. Zum Klimaplan, der ist, wie bereits gesagt, schon fertiggestellt. Dafür wurden im letzten Jahr mehrere Workshops veranstaltet, auf denen wir dann gemeinsam mit WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, wie auch Christoph Baas von der German Watch, Uwe Schneidewind vom Wuppertal-Institut, Angelika Zahn vom BUND, Dr. Anna Braune von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen oder auch Hanna Lübbert vom Jugendrat der Generationsstiftung gemeinsam überlegt haben, welche Maßnahmen notwendig sind, um das 1,5-Grad-Ziel in Deutschland zu erreichen. Der Klimaplan ist mittlerweile fertig. Ihr könnt ihn euch gerne runterladen auf unserer Webseite germanzero.de und das lege ich euch auch wirklich ans Herzen. Er ist nämlich ziemlich lang und wir können ihn noch jetzt nicht vollständig vorstellen in dieser Präsentation. Ein kleiner Überblick aber, er gliedert sich in 6 Sektoren, die Maßnahmen. Das sind Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Werbe, Landwirtschaft und internationaler Ausgleich. Und diese Sektoren sind aufgeteilt in mehrere Handlungsbereiche, die sich dann wiederum in sehr konkrete Handlungsmaßnahmen aufteilen lassen. So eingerahmt wird das Ganze von 3 großen sektorenübergreifenden Maßnahmen, wirksamere und stetig ansteigende Treibhausgas, Mindestpreise in allen Sektoren, gleichzeitig der Abbau und Umbau von den ganzen klimaschädlichen Subventionen, die es in Deutschland ja weiterhin gibt, und auch eine rechtliche Verankerung von Klimaschutz und ein Vorbehalt des Klimaschutzes bei staatlichem Handeln. Dazu kommt dann eine ganze Fülle von sektorenspezifischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Reform des Strommarktes, der Schließung von Materialkreisläufen in der Industrie, also eine Kreislaufwirtschaft,
und eine umfassende Verkehrswende hinweg von Verbrennungsmotoren. Wir haben jetzt, wie gesagt, nicht die Zeit, euch den Klimaplan in größeren Details vorzustellen, aber wie gesagt, schaut euch das gerne mal auf unserer Webseite an. Es gibt viele Überschneidungen, auch mit den Forderungen von Fridays for Future und Students for Future, aber vielleicht auch ein paar Maßnahmen, die ihr so noch davor noch nicht gehört habt. Genau, jetzt übernehme ich. Also wir haben den Klimaplan erstellt mit einigen wirklich sehr intelligenten Menschen. Es ist ein 60-Seiten-Heftchen, das ihr, wie Juliane gerade schon gesagt hat, gerne mal angucken kann, basierend auf diesen groben Leitlinien, diesen groben richtungsweisenden Maßnahmen. Haben wir inzwischen ein Team aus JuristInnen, das auch stetig anwächst. Wenn JuristInnen zuhören, könnt ihr euch gerne bei uns melden, die mit uns zusammen gerade eben eine Bestandsaufnahme machen und gucken, okay, was gibt es überhaupt schon an Regelungen und was gibt es überhaupt schon an Ansätzen. Das Wichtige, also wir sind jetzt im Jahr 2020, das Wichtige hier ist eben, dass ein Gesetz zu schreiben, das so umfassend ist, das schreibt man nicht mal eben in einem Jahr. Deswegen bauen wir eben auch schon bestehende Sachen auf und haben den Anspruch, dass wir die Leitlinien legen, damit 1,5 Grad gesetzt werden. Wir wollen, dass das Gesetzespaket bis 2022 komplett steht. Wir wollen aber bis 2020 Ende auch schon mal die Leitlinien haben, woran wir uns orientieren können. Und bis Mitte nächsten Jahres wollen wir schon wirklich in Regelungen reingehen können. Wie wir da hinkommen. Folgendes. Wir haben gerade diesen Wissenstransfer. Wir gucken gerade mit Juristinnen und Juristen, mit verschiedensten Experten, mit vielen Freiwilligen, was gibt es eigentlich gerade schon alles? Was gibt es für Regelungen global gesehen? Was gibt es in Frankreich, in den Niederlanden? Was gibt es an Vorschlägen, die schon unterbreitet worden sind von verschiedensten anderen Stakeholdern? Wie sieht das Klimaschutzgesetz von Svenja Schulze aus, das zerpflückt worden ist? Und diese Bestandsaufnahme gliedert sich dann in eine sektorale Betrachtung. Diese sektorale Betrachtung machen wir mit verschiedensten Experten und mit Partnerinstituten, die uns auch wissenschaftlich unterstützen. Wir sind derzeit sehr gut dabei, den Energiesektor zu betrachten und haben schon mit anderen Sektoren angefangen, diese weiter zu betrachten. Und überlegen uns da, okay, was gibt es hier für Regelungen? Wo sind die größten Hebel, wo man bestehende Regelungen vielleicht verändern müsste, um einen größtmöglichen Effekt zu erzielen? Oder wo muss man einfach Dinge streichen oder neu machen? Und hier haben wir Fachworkshops mit verschiedensten Experten aus verschiedensten Sektoren. Gleichzeitig haben wir Experteninterviews oder befragen einfach unsere Partnerinnen und Partner von verschiedensten Instituten. Wenn wir das alles gemacht haben, da sind wir gerade bei, dann werden wir unsere Ergebnisse veröffentlichen. Und diese werden dann öffentlich einsehbar sein und auch kommentierbar. Da es gerade Corona gibt, können wir leider keine größeren öffentlichen Workshops machen, aber wir können das Ganze online stellen und euch zur Verfügung geben. Wenn ihr Interesse habt, dieses Gesetz mitzuschreiben, könnt ihr das dort machen. Wie ihr seht, ist das Ganze in Schleifen abgebildet. Das ist kein linearer Prozess, sondern ein iterativer, das heißt ein sich wiederholender. Sobald das Ganze einmal in ein Review gegangen ist in den öffentlichen, spielen wir das Ganze zurück an unsere Experten und diskutieren das dann wieder in Fachworkshops und auch in kleineren Experteninterviews, um das Ganze auch wirklich kredibil zu machen und valide. Das werden wir so häufig machen, bis wir das Gefühl haben, okay, das, was wir hier fabriziert haben, das hat einen Wert und das können wir tatsächlich so auch einspielen. Und ihr seht, dass unten steht es dran, Winter 2020 würden wir gerne diesen ersten Text irgendwo fertig haben mit den großen Leitlinien. Wie tief wir in die einzelnen Sektoren tatsächlich dann reingehen können, können wir noch nicht genau sagen. Aber wir probieren es so tief wie möglich zu machen. Wir freuen uns immer über Unterstützung, es ist immer noch mehr Leute dabei zu haben, die uns hier helfen wollen. Und ja, gerade sind wir sogar sehr gut im Zeitplan, das kann ich lieben. Genau. Unsere Mission im Endeffekt ist, dass wir für eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag sorgen müssen, um eben dieses Gesetzespaket durchzubekommen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es ist nicht unmöglich. Wir haben parallel neben unserem Gesetzes,
Entwicklungsprozess, auch ein Campaigning-Prozess natürlich. Und da kommen wir zu der politischen Umsetzung der Gesetze. Alles, was in der Politik passiert, passiert ja natürlich immer aus Interessen und Interessenvertretung. Und wir probieren gemeinsam mit anderen Leuten Allianzen zu bilden, gleichzeitig verschiedene Campaigning-Elemente durchzuführen, wie zum Beispiel die Klimaentscheide, dass wir wirklich in die Städte gehen und dort anstreben, dass Leute sich eben für die 1,5-Grad-Zieleinhaltung engagieren, dass sie in Städten sagen, hey, wir möchten, dass wir bis 2030 klimaneutral sind. Gleichzeitig haben wir verschiedene andere Campaigning-Modelle, aber die Klimaentscheide laufen schon, wie zum Beispiel hier in Münster. Wir waren auch schon in Erlangen und in Essen und einige Folgen, was ziemlich cool ist, weil da können echt Ortsgruppen sich bilden und dann Stress auf ihre Stadträte machen und denen sagen, hey, wir wollen das Klima retten und bitte macht mit. Ja, im Endeffekt kann man dann nicht sagen, seid ihr für 1,5 Grad oder nicht, weil wenn nicht, dann ist das, wie wir vorhin gesehen haben, für den Rest der Welt beziehungsweise für einen ganz bestimmten Teil der Welt ziemlich negativ in den Konsequenzen. Also, wenn ihr Lust habt, uns dabei zu unterstützen und auch wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr, ich weiß nicht, ja, mitmachen wollt, dann meldet euch gerne. Gerne. Ja, genau. Wir haben jetzt noch ein paar Optionen aufgelistet, wie ihr auch mitmachen könnt. Also auf der einen Seite ist das natürlich das ehrenamtliche Engagement, das Team zu unterstützen mit euren Fähigkeiten. Wir brauchen Grafiker, wir brauchen ITler, wir brauchen Juristen, wir brauchen Leute, die Erfahrung im Management haben. Und ich denke, man kann wirklich sich mit jeder Erfahrung hier einbringen, denn Klimaschutz ist ja so ein allumfassendes Projekt. Wir arbeiten mit Naturwissenschaftlern zusammen, mit Sozialwissenschaftlern. Deshalb könnt ihr auch gerne auf die Webseite germanzero-zusammenhandeln.org gehen. Dort gibt es auch noch ein Formular oder ansonsten auch unkompliziert über andere Kanäle kontaktieren. Und ihr werdet dann bei uns im Team eingesetzt. Ihr könnt uns natürlich auch finanziell unterstützen. Das erwarten wir jetzt nicht von Studenten, aber indem man das auch über unsere Initiative redet, mit Freunden, mit Eltern, hilft uns das auch schon sehr viel weiter. Dann gibt es die lokalen Klimaentscheide, von denen Lena gerade eben ja schon gesprochen hat. Ihr könnt schauen, ob es bei euch in eurer Stadt schon so einen Klimaentscheid gibt oder ihr könnt so einen Klimaentscheid anstoßen. Und was im Moment auch eine unserer Kampagnen ist, ist den Abgeordneten das Klimaversprechen abzunehmen. Das geht ebenfalls über den Link, der da unten steht. Und dort habt ihr die Möglichkeit, quasi einen Brief an euren lokalen Abgeordneten zu senden, beziehungsweise auch an einige andere Bundestagsabgeordnete, einige Politiker und sie zu fragen, wie sie zum 1,5-Grad-Ziel, zu unserem Projekt stehen. Dann hatte Lena eben auch erwähnt, wenn wir das Zero Lab am Laufen haben, habt ihr auch die Möglichkeit, euch an unserem Gesetzgebungsprozess zu beteiligen, zu kommentieren und natürlich am wichtigsten spread the word. Wir glauben, dass German Zero eine Initiative ist, mit der die ganzen Forderungen, die sich in der Klimabewegung in den Jahren angesammelt haben, letztendlich wirksam auf einen Schlag hoffentlich in der Politik umgesetzt werden können. Wobei hier ganz wichtig ist zu sagen, wir haben nicht den Anspruch, dass wir die Lösungen haben. Es ist wichtig, zusammenzuarbeiten und Allianzen zu schmieden, wie ich das vorhin schon gesagt hatte. Wir sind unglaublich, oder ich auch persönlich, bin unglaublich dankbar für alles, was Fridays for Future und die gesamte For Future-Bewegung bisher getan hat. Denn ihr habt es auf jeden Fall geschafft, dass das Klimathema, welches seit Jahrzehnten vernachlässigt ist, einfach wieder auf die politische Agenda zu bringen. Und ohne euch wären wir überhaupt nicht da, wo wir jetzt wären. Und das wissen wir auch. Genau, also lasst uns das auf jeden Fall zusammen machen. Lasst uns zusammen da weitermachen. Und wir sind jetzt auf jeden Fall noch da für Fragen. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Genau, von daher, ich weiß nicht, Fabian und Freya sind unsere Students for Future Helferlinge. Ja, genau. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank für den super Vortrag und dass ihr uns da einfach mal gezeigt habt, was ihr gerade arbeitet und wie der Plan aussieht. Super spannend und aus meiner persönlichen Meinung mal
Sicht genau das, was wir gerade brauchen, um dann wirklich noch dann auch auf politischer Ebene was zu bewegen. Ja, vorab, Feier, an dich die Frage oder nochmal der Hinweis an euch, gerne über Tweetback noch Fragen reinschalten oder auch gerne über den YouTube-Chat. Wir nehmen die dann mit rein. Und vorher die Frage an Feier, hast du eine Frage über Tweetback, sonst hätte ich eine über den YouTube-Chat. Zuallererst auch von mir vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich halte auch wirklich viel von der Organisation und finde es großartig, wie strukturiert und detailliert ihr euch einsetzt. Also danke, dass ihr hier wart und auch generell für eure Arbeit. Ich habe über Tweetback noch keine Fragen bekommen, also fang gern an, Fabi. Okay, die erste Frage ist, wann startet das Lab denn ungefähr? Könnt ihr da schon was zu sagen? Ja, also wir machen das sektoral erstmal. Also im ersten Loop ist das Ganze sektoral und für Energie sollte das Ganze spätestens Anfang Juni offen sein zu kommen. Juli sein zu kommentieren. Wir sind da im Monat. Ja. Dann noch eine Frage. Oder gerne, Freya, mach du erst eine Frage, dann mache ich wieder eine. Ich habe leider immer noch keine. Also mach gerne weiter. Ja, genau, die Frage, ja, jetzt habt ihr darüber gesprochen, wie der Plan aussieht und könnt ihr vielleicht nochmal versuchen zu erklären, wie das Ganze dann wirklich praktisch umgesetzt werden soll. Also klar, wir sollen das alle an unsere Lokalpolitiker herantragen, LokalpolitikerInnen und das machen und ihr versucht es natürlich dann auch über Kampagnen in den, bei den Bundestagswahlen präsent zu machen, aber ist es dann so, dass ihr hofft, dass das die meisten Ideen, die da drin sind, dann überparteilich in die nächste Regierung einfließen oder versucht ihr schon konkret an bestimmte Parteien damit heranzutreten, damit sie das als Klimaschutzgesetz übernehmen können, als ihre Idee, wie ist da die Strategie? Das würde mich nochmal, würde uns interessieren. Also wir haben tatsächlich, also dieses Klimaversprechen ist ein Weg, um überhaupt mal mit PolitikerInnen ins Gespräch zu kommen, eine Mail zu schreiben und dann irgendwie zu fragen, ob sie das überhaupt unterstützen würden. Natürlich gibt es da einige, oder generell, es gibt einige Parteien, die uns eher unterstützen würden als andere. Das ist kein Geheimnis. Und natürlich werden wir Lobbying betreiben. Natürlich werden wir irgendwie dafür sorgen wollen, dass unsere Idee bekannt wird und dass Leute uns auch irgendwie unterstützen und Mehrheiten generieren können. Wir wollen keine Abstriche machen bei unserem Vorhaben. Also wir wollen nicht, dass irgendwie ein paar Maßnahmen durchkommen, weil wenn nur ein paar mit durchkommen, dann werden wir es nicht schaffen. Also unser Ziel ist schon, dass wir das gesamte Gesetz durchbringen, damit es eben kohärent ist und damit wir eben Schlagkraft haben und das Ganze auch schaffen. Unter der Benchmark gibt es keinen Spielraum. Und entweder das wird in einer Zweidrittelmehrheit übernommen oder die Parteien sagen dann auch selber, hey, wir hatten da eine tolle Idee und reichen das dann ein. Das ist uns auch recht. Aber wenn, dann das ganze Paket. Ja, vielleicht als Ergänzung dazu. Mhm. Also ja, das Ziel ist, eine Zweidrittelmehrheit auch zu bekommen. Das ist ambitioniert, aber das steht ja auch ganz klar für unser parteiübergreifendes Vorhaben. Und was unser Ziel ist, dass wir die Abgeordneten zu Hause abholen. Deshalb ja auch die lokalen Kampagnen. Das Ziel, dass Bürger und Bürgerinnen zu ihren Abgeordneten in die Sprechstunde gehen, beziehungsweise sie online kontaktieren, mit ihnen Kontakt aufnehmen und so ein Dialog entsteht und die Abgeordneten nicht die Möglichkeit haben, das zu ignorieren. Und da ist eben auch die Hoffnung, dass wir auch die über 30 Generationen mobilisieren können, die Leute, die vielleicht nicht auf die Straße gehen mit Fridays for Future, doch aber diese Leute, die sich trotzdem für Klimaschutz interessieren, denen das trotzdem wichtig ist und dass wir diese Leute mobilisieren, mit den Abgeordneten zu reden, Leute, die vielleicht auch mit beiden Beinen im Leben stehen, die auch sonst persönliche Kontakte in der Kommune haben und dass diese Blümchenteams, wie wir sie so nennen, freundlich penetrant die Abgeordneten auf lokaler Ebene ansprechen und natürlich auch auf Bundesebene und dass vor allen Dingen dann auch lokale Themen auf die Bundesebene getragen werden. Also dass dann auch lokale Abgeordnete das an ihre Kollegen auf der Bundesebene weitergeben und dass wir dann so die Verbindung zwischen den Bürgern und den Politikern schaffen können. Genau, denn Politik ist ja auch immer noch
Demokratie und eine Arbeit für eben die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler. Und ja, wenn du in deinem Wahlkreis in Recklinghausen in der Bürgersprechstunde sitzt und da kommen jedes Mal irgendwie 5 Leute und sagen, hey, du musst Klimaschutz machen, dann wird dieser Abgeordnete sich vielleicht auch zweimal fragen, ob er das vielleicht doch machen sollte. Und das ist eben dieser demokratische Grundsatz, an dem wir uns auch leiten mit unserer Kampagne, dass wir denken, hey, wir haben das schon irgendwie in der Hand, wir können das schon irgendwie machen, wenn wir das alle zusammen angehen. Es gibt halt nicht nur die großen Lobbys oder so, es gibt auch uns und wir haben auch eine Stimme. Warum nicht? Ja, mega cooler Ansatz. Ist ja so, also wenn jetzt wieder 7-mal die Woche die Autolobby im Bundestag eintritt und eben da ihre Sachen vorträgt, dann müssen wir das genauso machen und auch zu unseren Lokalpolitikern gehen und sagen, hey, wir wollen es eben anders und müssen das an die herantragen und auch Druck machen. Sich genauso. Ja. Und noch eine Frage, die daran anschließt, was ihr gerade gesagt habt, dass man in lokal ansetzen soll. Gibt es denn auch Pläne, das Ganze EU-weit mit einzubeziehen, eure Kampagne, europaweit was zu machen? Es gibt tatsächlich, also das sind 2 Sachen eigentlich. Also einmal, es gibt natürlich einen EU-Regelrahmen, Gesetze, an die wir uns irgendwie halten müssen, wo ja zum Glück, also der Green Deal ist nicht perfekt, aber er gibt auf jeden Fall schon wesentlich progressivere Maßnahmen als alles, was wir jetzt gerade hier haben. Natürlich können wir keine EU-Regeln ändern, aber wir können auf jeden Fall das deutsche Recht schon mal daran annähern, beziehungsweise es auch erreichen. Wir stellen alles, was wir erarbeiten, frei zur Verfügung, Open Source, damit eben Leute auch unsere Arbeitsweise komplett nachvollziehen können und auch wenn sie dann diese Dinge übernehmen möchten, diese dann auch übernehmen können. Also es ist schon so gedacht, dass es im Endeffekt, es ist gut, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, aber im Prinzip ist es eine globale Aufgabe und das wissen wir auch und wir wollen deswegen auch, dass Leute es global gesehen auch nachmachen können, wenn sie wollen. Genau. Es geht ja auch vor allen Dingen darum, ein Beispiel zu setzen, ein globales Beispiel. Und ein Argument, was ja oft so gegen Klimaschutz in Deutschland benutzt wird, ja, Deutschland, unser CO2-Ausstoß ist so ein geringer Prozentsatz vom globalen CO2-Ausstoß. Wenn wir das Klima wirklich schützen wollen, dann müssen wir in China und in den USA ansetzen. Und in China sagt man dann wiederum, ja, wenn es die Deutschen nicht schaffen, warum sollen wir unsere Wirtschaft dann kaputt machen mit diesem Klimaschutz? Und es geht hier eben darum, dass Deutschland zeigt, Deutschland als wirklich entwickeltes Land, Deutschland, das super stolz auf seine Autos ist, aber was bringen uns unsere Autos, wenn wir die nicht klimaneutral bauen können? Und es geht dann hier darum, ein Beispiel zu setzen, dass es eben möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, Deutschland klimaneutral zu machen und dass damit dann anderen Staaten auch die Angst genommen wird, aber gleichzeitig eben auch so ein gewisser Druck entsteht, so es ist möglich, Deutschland macht es und deshalb geht es hier auch klar darum, ein Beispiel für die globale Gemeinschaft auszusetzen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch mit vielen anderen Gesetzestexten, die jetzt im EU-Parlament dann mit drin sind, sind ja auch größtenteils mal auf deutscher Ebene mit vorhanden gewesen und wurden dann auf EU-Ebene ausgeweitet. Also sehe ich da auf jeden Fall auch sehr viele Möglichkeiten, das zu tun und eben mal mutig zu sein, auch in Deutschland mal voranzugehen und zu sagen, wir müssen nicht auf die anderen warten, sondern einfach mal den ersten Schritt selber machen und zeigen, wie es gehen kann. Ja, sehr inspirierend gesagt. Ja, zumal die deutsche Bundesregierung ja auch ein ziemlicher Blocker ist auf EU-Ebene. Und wenn wir da was anschieben würden, dann könnten wir bestimmt auch auf EU-Ebene für gewählen. Okay. Feier, ist bei dir jetzt eine Frage mittlerweile eingegangen? Nicht so richtig, aber ich würde sonst alternativ mal eine von meinen Fragen stellen. Oder hast du noch was, Fabi? Ich habe gleich noch was, aber stell ruhig, bitte. Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, die deutsche Ignoranz bezüglich der ja, so dringenden und nötigen Klimapolitik ist irgendwie da und immer größer. Wie schafft ihr es denn, motiviert zu bleiben angesichts dieser sehr schleppenden Vorgänge? Okay, vielleicht fange ich an, weil ich schon ein bisschen länger dabei bin. Ich bin manchmal sehr zynisch. Manchmal werde ich sehr wütend. Aber tatsächlich das, was mir hilft, ist der Gedanke, entweder ich versuche es jetzt oder ich lasse es, aber ich könnte mit meinem eigenen Gewissen es einfach nicht vereinbaren. Das ist so ein ganz intrinsischer Antrieb. Also ich hätte gerne irgendwann mal Kinder, aber ich weiß nicht, ob ich das so
umsetzen möchte. Aber wenn ich mal Kinder hätte und sie würden mich fragen, Mama, was hast du damals gemacht? Dann könnte ich wenigstens sagen, boah, es gibt ein Video von mir auf YouTube. Sehr gut. Ja, bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders. Also ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei und ich habe mich natürlich davor auch viel mit Klimawandel beschäftigt, aber eben noch nicht Vollzeit den ganzen Tag, so wie ich es jetzt mache. Und ich muss sagen, es ist schon echt heftig. Man kann das so im Alltag dann doch oft irgendwie verdrängen, wenn man sich nicht rund um die Uhr damit beschäftigt. Aber wenn man wirklich den ganzen Tag daran arbeitet, dann wird einem das wirklich die ganze Zeit auch immer bewusster. Und man hat echt auch dieses Gefühl eines Zeitdrucks, den es ja auch gibt und den man ja auch nicht ignorieren darf. Und was mir wirklich hilft, ist einfach die globale Klimabewegung auch. Also mich inspiriert das unglaublich, was ich bei Fridays for Future sehe oder auch bei Extinction Rebellion, bei Greenpeace, bei all diesen Organisationen, all diese Aktivisten, die halt wirklich auch ihr Leben dem gewidmet haben, dem Klimaschutz. Und dann denke ich mir, okay, wenn diese Leute wirklich alles geben, dann muss ich ja auch alles geben. Also es inspiriert mich wirklich sehr. Ja. Okay, ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe jetzt auf einmal ganz viele Fragen. Also eine Menge. Also danke für eure Antwort auf meine eigene Frage. Fabi, wenn du willst, kannst du die nächste stellen oder ich stelle eine von meinen wirklich vielen Fragen. Ja, such mal eine raus. Ich würde mal eine zwischenschieben, die auch ganz wichtig ist, glaube ich, weil jetzt gestern ja bekannt geworden ist, dass am Samstag jetzt Datteln 4 wirklich ans Netz gehen soll. Und ja, das ist ja eigentlich etwas Undenkbares, was man sich, also es ist eigentlich wahnsinnig, was da jetzt passiert. Da würden wir auch gerne hören, wie da eure Meinung zu ist, wie ihr das Ganze seht, dass man jetzt noch Datteln 4 ans Netz nimmt. Ja. Naja, also wenn man sich das Klimapaketchen anguckt, selbst bei den Regelungen dürfte das eigentlich nicht passieren. Und wenn man sich die internationalen Verpflichtungen anguckt, die Deutschland unterschrieben hat, im Paris Agreement, dann dürfte das eigentlich auch nicht passieren, weil damit ganz klar ist, dass das nicht wertgeschätzt wird, was da international entschieden worden ist, wo man sich zu verpflichtet hat, dass man sich selber nicht hinter Klimaschutz stellt. Denn jedes fossil betriebene Kraftwerk, das jetzt noch ans Netz geht oder das jetzt nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre abgestellt wird, ist eins zu viel. Und ja, das ist tatsächlich ein Verrat an der eigenen Bevölkerung. Ja. Da vielleicht nochmal die Rückfrage, ist die Lobby wirklich so stark oder hätte die Politik nicht mal hier ein Zeichen setzen können, indem man sagt, das war ein Fehler? Ich meine, das hat jetzt viel gekostet, das zu bauen und alles, aber trotzdem ist es ja, das wäre doch mal ein Zeichen gewesen zu sagen, nein, wir gehen damit jetzt nicht ans Netz. Naja, da werden schon wirtschaftliche Faktoren eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Wenn man sich anguckt, welche Regierung gerade in NRW ist, wie eng die mit diversen anderen Lobbykonzernen verwoben ist, sprich die großen Kohlebetreiber. Ja, wahrscheinlich wird es, glaube ich, gewesen sein. Ich kann nicht in Herrn Laschets Kopf reingucken, aber... Ja. Ja, Juliane, wenn du da auch noch gerne was zu sagen magst, kannst du das gerne tun. Ich wollte dich da jetzt nicht... Okay, jetzt frei ja gerne mit der nächsten Frage und Feedback. Ja, meine nächste Frage wäre, gibt es schon Reaktionen von Politikerinnen bezüglich eurer Pläne? Ja, gibt es. Ich werde jetzt hier noch keinen Namen nennen, weil das alles erst so am Anfang ist, aber wir haben auf jeden Fall schon von einigen Personen ein sehr positives Feedback bekommen. Und wir haben da auch wirklich Leute im Bundestag, die uns unterstützen und das gibt uns auf jeden Fall Hoffnung. Okay, dann hätte ich noch eine Frage aus dem YouTube-Chat von Lukas. Kleinen Moment, wo war sie jetzt? Da. Sieht euer Plan und Gesetzesentwurf einen Wandel zu einer Degrowth-Wirtschaft vor und weshalb bzw. weshalb nicht, ist die Frage. Janis, du möchtest du auch sagen? Wie macht du ruhig das? Okay. Also wir wissen alle, dass wir einen endlichen Planeten haben und dass wir nicht ewig Ressourcen schürfen können. Deswegen ist es uns auf jeden Fall wichtig, diese Wirtschaft zu einer kreislauffähigen Wirtschaft umzustrukturieren, damit wir eben
Rohstoffe im Kreislauf halten können und nicht ständig irgendwie über Massenkonsum diesen Planeten ausbringen. Prinzipiell ist die Wachstumsdebatte eine relativ schwierige Debatte, weil sie eben aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln geführt werden kann. Dieser übermäßige Konsum und eben dieses Extrahieren von Rohstoffen aus der Erdkruste, you name it, das wollen wir auf jeden Fall verhindern, das wollen wir auf jeden Fall Kreislaufwirtschaft. Die Frage ist eben, was ist Wachstum? Ist Wachstum wirklich nur GDP und bedeutet Wachstum wirklich nur immer mehr Akkumulation von Reichtum oder ist Wachstum vielleicht auch ein soziales Gefüge und Zusammenhalt und Freude? und das möchten wir auf jeden Fall viel doller in den Fokus rücken. Also das ist uns viel wichtiger. Und natürlich, dass es allen Leuten gut geht. Sehr gut, vielen Dank. Danke, richtig schöne Antworten. Ja, Fabi, hast du noch eine Frage? Mach ruhig eine von Feedback. Ich. Hast du schon eine rausgesucht sonst? Es ist schwierig, sich zu entscheiden. Würde ich, ja, guck da nochmal, dann würde ich Juliane nochmal vielleicht fragen. Machst du jetzt gerade ein Praktikum bei German Zero und engagierst dich da. Du hast jetzt erzählt, wie die Leute das auch machen können. Wie ist denn dein Eindruck von der Organisation? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Mega nett und auch sehr professionell. Also ich mache das ja alles aus dem Homeoffice und wir benutzen eben auch die Standard-Tools Zoom und Hangout. Ja, es sind einfach wirklich viele Leute aus unglaublich vielen Bereichen mit unglaublich viel Expertise und gleichzeitig aber auch alle sehr freundlich, sehr offen. Ich kann euch nur empfehlen, hier ein Praktikum zu machen, wirklich. Ja, sehr gut. Hier wurde die Frage gestellt, seid ihr mit anderen Gruppen der Klimabewegung vernetzt? Gibt es auch in anderen Ländern ähnliche Initiativen, mit denen ihr vernetzt seid? Ja, wir sind mit anderen Gruppen der Klimabewegung vernetzt. Wir sind auch mit, also nicht nur Klimabewegung, weil Klimabewegung ist so ein blurry Begriff, aber mit vielen Gruppen, die sich mit Klima und Klimaveränderung befassen, sind wir vernetzt. Wir bauen das auch stetig aus, weil wir eben wissen, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und wir haben jetzt nicht alle Antworten und wir wollen auch überhaupt nicht den Anspruch haben, jetzt mit der Fahne erhoben irgendwie in den Bundestag reinzurennen, sondern wir wollen das alle zusammen machen. Also es ist uns wichtig, dass wir eben alle ein großes Ziel haben und deswegen sind wir gerade eben dabei, viele Brücken zu bauen und viele Gespräche auch zu haben, um eben geschlossen nach vorne zum Bundestag zu gehen. Genau, und international gibt es tatsächlich witzigerweise ein paar Gruppen, die ähnliche Namen haben wie wir, die auch von der Denke her ähnliche Ziele haben wie wir, aber mit denen stehen wir jetzt nicht unbedingt in Kontakt. So ein internationaler Austausch ist angestrebt, aber wir müssen erst erstmal hier gucken, dass wir uns hier irgendwie ein bisschen aufbauen und strukturieren. Und dann gucken wir weiter. Ja. Hört sich ja vielversprechend an, da wird sich noch einiges ergeben in den nächsten Monaten, Jahren, auch auf europäischer Ebene, denke ich. Die nächste Frage, die noch über den YouTube-Chat reingekommen ist, ist, wie sichert ihr euch gegen politische Lügen ab, also Parteien und Politiker, die sagen, dass sie sich für Klimaschutz einsetzen und das Gegenteil machen? Naja, da gibt es keine Absicherung. Leute können uns was sagen, aber wir können dann nicht sagen, aber du hast ja gesagt. Entweder Leute haben ein Rückgrat oder sie haben es nicht. Ja, am Ende ist es dann das Ja oder das Nein zur Klimaentscheidung. Da gibt es kein Ja-Aber oder kein Nein-Aber. Es gibt ein Ja oder ein Nein. Dafür oder dagegen. Ja. Okay. Ich habe noch eine Frage, die vielleicht an die von davor anschließt, also die vorletzte. Inwiefern sprecht ihr euch bei eurer Gesetzesausarbeitung mit einzelnen Stakeholdern, die aktuell die stärksten Widerständler in Sachen Klimaschutz sind, zum Beispiel Auto, Kohle oder Fleischlobby, um mit denen zu verhandeln oder ähnliches? Bisher verhandeln wir überhaupt nicht mit solchen Leuten oder mit solchen Konzernen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass das irgendwie angebahnt wäre, weil es eben das Ziel ist, die Benchmark ist 1,5 Grad und wenn die dann irgendwelche Extrawünsche haben, dann ist das schön und gut, aber
die müssen dann 1,5 Grad kompatibel sein. Deswegen, also wir haben ein Ziel und wir lassen uns dann nicht irgendwie reinquatschen. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Freya, schau nochmal, ob du noch eine super spannende Frage drin hast. Sonst würde ich vielleicht nochmal mit der Frage anschließen. Ja, wie können wir denn als Students auch da uns mehr einbringen und mehr engagieren oder gegebenenfalls auch zusammenarbeiten zukünftig, um da was voranzubringen? Also solche Sachen wie heute natürlich und ja, gemeinsame Aktionen mal planen. Ja, weiß nicht, Juliane, möchtest du? Ja, wenn es wieder möglich ist, gemeinsame Aktionen. Also ich vermisse das ja schon sehr, auch in der Öffentlichkeit große Aktionen zu machen. Ja, ich denke, im Moment ist Social Media halt das Tool, dass man Informationen teilt, gegenseitig auf Twitter, Instagram und so weiter. Und vor allen Dingen jetzt auch die Sachen wie die Klimaversprechen, dass man das an seine Eltern weiterleitet, in irgendwelche WhatsApp-Gruppen schickt und so. Das hilft unglaublich weiter. Im Moment ist German Zero halt noch nicht so ein Household Name. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich da ein Praktikum mache, muss ich immer noch erklären, was es ist. Und unser Ziel ist natürlich, dass jeder weiß, wer wir sind. Und ich glaube, deshalb in diesem Stadium ist es einfach am wichtigsten, dass German Zero ein Begriff wird, den alle Leute kennen, unter dem sich jeder was vorstellen kann. Also Klimaplan lesen, teilen, weitererzählen. Und was also wo man sich auf jeden Fall jetzt schon einbringen kann, ist eben Klimaversprechen abholen. Also schickt euren MDBs einfach irgendwelche Anfragen und schickt halt auch das Klimaversprechen gerne mit. Wenn ihr was zurückbekommt, sagt uns gerne Bescheid. Dann bei den Klimaentscheiden, wenn ihr in Buxtehude wohnt, dann gründet eine kleine Keimzelle und keine Ahnung, stellt euch in die Straße und macht einen Klimaentscheid, was uns auch schon sehr helfen würde. und prinzipiell, wir haben immer irgendwie Sachen für Ehrenamtliche, ihr könnt uns unter mitmachen. Ich glaube, gerade ist es runtergenommen, aber prinzipiell kann man es mal schreiben. Seid nachsichtig mit uns, wenn es ein bisschen dauert, weil wir haben nicht so ein großes Team und wenn da auf einmal viele Anfragen reinkommen, dann dauert es ein bisschen, bis sie beantwortet sind. Ja, wir haben verschiedene kleine Teams, die alle irgendwo zusammenarbeiten und wenn man Lust hat, sich da irgendwie mehr in auch dem Orga-Team German Zero mit rein ehrenamtlich zu wursteln, dann kann man halt mal schreiben und dann guckt man mal, wo gerade was gebraucht wird. Wir haben natürlich Hauptamtliche, die das wirklich jetzt auch beruflich machen. Ich zum Beispiel bin ehrenamtlich. Man kann sich da schon irgendwie, man findet immer ein Plätzchen. Okay, vielen Dank dafür. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ja, wenn noch Fragen offen sind, werden wir euch die einfach nochmal weiterleiten, dass sie noch beantwortet werden können. Ansonsten vielen, vielen Dank von meiner Seite, dass ihr mitgemacht habt. War super spannend für uns. Super interessant und das Schlusswort lasse ich dann Freya und dann winken wir gleich an die Kamera und dann sind wir durch. Ja, von mir auch vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war wirklich spannend und voll schön, mit euch zu reden. Ja, ich freue mich auf guten Aktivismus und hoffentlich auch gemeinsam Aktivismus in der Zukunft. Alles klar.